Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video gemeinsam mit Dirk und mir. Hallo Dirk. Hallo Schari, grüß dich. Grüß dich. Gefühlt ist das eine Ewigkeit her. Es stimmt, aber unser letztes Seminar war noch gar nicht so lange her, ich glaube Aber 14 unser Tage. letztes Video haben wir, glaube ich, zwar im Oktober hochgeladen, aber September schon vorher gedreht, also schon ein paar Wochen vorher. Und ja, wir waren gerade gemeinsam im Oktober ja in Oberösterreich. Und bei der Gelegenheit möchte ich im Namen von uns beiden einmal alle ganz lieb grüßen lassen, all die wundervollen Seelen und Menschen, die uns da besucht haben. Das war so eine tolle Runde, das hat sich so ein bisschen nach Familie angefühlt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung und wir sind so verköstigt worden, so toll auch, muss ich wirklich sagen. Also es war außergewöhnlich. Und ja, es war also wirklich eine richtig gelungene Runde. Ja, wunderbar. Und wir haben ja auch gesagt, wir lassen offen, ob es ein Fortsetzungsseminar, also ob wir das wiederholen. Aber nach dem Erfolg, und wir haben auch so viele tolle E-Mails nachher noch bekommen und so viel tolles Feedback, haben wir uns entschieden, dass wir im April, ich habe es mal aufgeschrieben noch, 27., 28. April, dass wir dieses Seminar wiedergeben werden, und zwar diesmal in Deutschland und zwar bei dir in der Gegend. Wo genau wird das dann sein, Dirk? Das ist, also wir wohnen ja im Unterallgäu in der Nähe von Memmingen und es sind direkt von Memmingen gerade mal, glaube ich, 10 Minuten Fahrzeit entfernt. Also Autobahn optimal gelegen. Wir haben dort das ist am Ende eines Ortes, ist so eine Art Bürgerhaus, wunderschön, mit direkt im Grünen. Also man kann tolle Spaziergänge machen und wir werden auch dort gut bekocht. Also da wird es auch wieder Essen geben. Und ja, also es ist sehr, sehr spannend. Also dann 27., 28. April, wir haben die Flyer noch nicht fertig. Es wird auch dieses Mal, oh entschuldigt, ich kann das leider nicht abschalten hier. Wir haben dieses Mal auch einen Vortrag geplant am Freitagabend davor. Der Vortrag ist extra buchbar, also man muss das Seminar dann nicht mitbuchen, wenn man nicht will. Man kann nur das Seminar, nur den Vortrag oder beides zusammen dann buchen. Sobald die Flyer fertig sind, schicken wir sie raus über unsere Telegram-Gruppen oder unsere Newsletter. Oder wer Infomaterial möchte, kann auch der Beate, Dirks Frau, eine E-Mail schreiben. Die nimmt dann auch die Anmeldungen wieder entgegen. E-Mail-Adresse blende ich unten ein. So viel von meiner Seite mal zum Organisatorischen. Dirk, du wolltest noch was in eigener Sache sagen. Ja, also auch nochmal auch, wie gesagt, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Seminar. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch mit so einer tollen Frau an meiner Seite. Schön. Und ja, also es ist leider Gottes so gewesen. Ich hatte eigentlich geplant, Anfang Dezember, also nach meinem Augsburger Seminar, war ich nach Köln eigentlich eingeladen worden und wollte dort einen Workshop machen, auch wieder einen Live-Workshop mit Einzelberatungen, aber ich wurde ausgebremst. Und zwar sind es im Moment Preise, die sind einfach so astronomisch geworden. Also die wollten wirklich, ich sage es jetzt einfach mal ganz offen, für 2 Stunden eines Raumes über 800 Euro oder der Vogel wurde abgeschossen über 1800 Euro haben. Und da ich für Workshops aber nur 30 Euro nehme, habe ich gesagt, das sehe ich nicht ein. Also ich sehe nicht ein, dass meine Teilnehmer oder Interessenten dann 80 oder 100 Euro zahlen müssen, nur dass die ihre Taschen voll machen mit ihren Räumlichkeiten. Und deswegen habe ich das abgesagt, definitiv. Aber es wird bestimmt eine Gelegenheit geben. Ich gebe ja auch den Aufruf, wer in Köln oder in der Nähe, muss nicht Köln direkt sein. Wir können auch ruhig nach außen gehen. Wer da jemand hat oder weiß, wo ein preisgünstig ein Raum zu nehmen ist. Und dann kann er mich gerne kontaktieren und da können wir gerne gucken, dass wir da dann das eventuell stattfinden. Aber dieses Jahr fällt es leider aus. Das wollte ich nur kurz damit zu teilen. Danke dir.
Ja, sehr gerne, unglaublich. Ja, weil wir gerade davon reden, siehst du, da fällt mir was ein wegen unserem Seminarpreisen auch. Wir wurden ja von ein paar Leuten darauf angesprochen, wir bieten ja zwei Zahlungsmöglichkeiten auch an für unser Seminar. Also einen niedrigeren Preis, wer auf die Stornierung verzichtet, und einen etwas höheren Preis, wo man anzahlen kann, aber eben auch stornieren kann. Und ein paar haben uns dann gefragt, das ist schon ein großer Preisunterschied zwischen diesen beiden Preisen. Warum wir das so machen, da wollte ich auch mal einfach sagen, Dirk und ich, wir haben beide jahrelange Seminarerfahrung. Und es gibt leider Gottes immer wieder so Menschen, die sich gerne für Seminare anmelden, den Platz dann auch belegen, sozusagen, und dann kurz vorm Seminar absagen. Und das ist natürlich, wenn man Seminare veranstaltet, auch echt schwierig, weil man oft zum Beispiel, wenn Essen wie bei uns mit inbegriffen ist, dann auf den Kosten sitzen bleibt und so weiter. Und darum haben wir uns entschieden, einfach für diejenigen, die sagen, nein, ich will fix, fix teilnehmen, diese Möglichkeit anzubieten, einfach günstiger zu buchen, aber auf Stornierung zu verzichten. Ich möchte aber jetzt noch dazu sagen, natürlich sind wir auch keine Unmenschen. Also wenn jemand wirklich triftige Gründe hat, Todesfall, Krankheit, und das auch nachweisen kann, ja, Krankenhausaufenthalt nachweisen kann und so weiter, dann kann man mit uns reden. Aber es muss dann wirklich ein nachweisbarer, triftiger Grund in dem Fall einfach sein, wo wir das auch wirklich nachvollziehen können. Ansonsten ist dann halt beim günstigeren Preis einfach Stornierung nicht möglich. Das wollte ich auch noch mal sagen. Also da haben wir ja noch drüber geredet, dass wir das auch mal erwähnen, warum wir das so machen. Ja, aber jetzt lass uns doch zum eigentlichen Thema gehen. Anna Fia hat wie immer, wir hatten vor, über die Akasha-Chronik zu sprechen, und Anna Fia hat wie immer 3 Tage vorher gemeint, nein, anderes Thema. Das macht sie ja gerne. Und zwar, ja, let's talk about Star Wars. Es geht um die alten Sternenkriege, aber auch aufgrund der aktuellen Lage auf der Erde, aktuelle Situation, die jetzt auch auf der Erde gerade ist in Israel, dass wir einfach mal über Krieg reden oder auch eben über den Krieg, der auch im Universum stattgefunden hat. Ich muss mich wirklich entschuldigen, ich weiß bis heute nicht, wie man Telegram abschaltet am Computer, dass es einfach während einer Videoaufzeichnung nicht dazwischen funkt. Ja, die alten Sternenkriege. Anna-Fie hat mir etwas ein bisschen über die Geschichte erzählt. Ich glaube, du möchtest dann auch was über die gegenwärtige Situation sagen. Und wir haben schon ein paar Mal E-Mails bekommen mit der Frage, Star Wars, Star Trek, ja, oder auch Avatar, also diese Filme, diese Serien, die so ganz tief ins Herz gehen und die auch wirklich Massen an Menschen begeistern, wurde das zum Teil auch medial empfangen? Ist da etwas dran? Und die Antwort ist ja, natürlich. Das wurde auch medial empfangen. Da steckt auch mehr dahinter. Und das hat auch einen Grund, warum die Menschen so fasziniert davon sind. Man sagt ja auch ein bisschen so Star Wars oder Star Trek. Eins von beiden fasziniert fast jeden. Ich bin tatsächlich mehr der Star Trek-Typ, nicht so der Star Wars-Typ. Wie ist bei dir? Star Wars oder Star Trek, Dirk? Also ich habe früher natürlich, also kann ich ganz ehrlich sagen, Raumschiff Enterprise, und ich kenne eigentlich nur diese Star Wars-Saga damals, also diese Trilogien, oder mehr sind es mittlerweile mehr, es ob 7 oder so sind es, die habe ich gesehen. Das Star Trek an sich, das ist ja so die moderne Form, Raumschiff Enterprise kann man fast sagen, habe ich am Anfang angeguckt, aber irgendwann habe ich dann auch die Lust verloren daran. Also immer war irgendwie dann so mit Captain Kirk und Spock und so, das war so damals noch drin. Und die Generation, und von daher war ich jetzt eher so, wenn dann auch Star Wars. Wobei ich fairerweise sagen muss, die nachfolgenden kommenden dann, die aktuellen, da gab es ja dann Teil irgendwie, also vor der Serie, die angefangen hatte früher. In den 80er Jahren haben sie ja dann welche gedreht, die dann davor sein sollten, wie Sky und der Luke überhaupt dahin gekommen ist und so. Die habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, Also tatsächlich. das muss ich fairerweise dazu sagen. Ja. Also ich habe auch nur die Trilogie gesehen, und ich glaube, die neueren Filme habe ich schon auch gesehen. Ich bin aber auch eher tatsächlich so ein Star Trek-Fan gewesen. Also bei mir fing es auch mit Captain Kirk an. Ich war ein großer Captain Janeway-Fan, also damals schon voll in der Frauenbewegung.
Ich liebe heute die Orville. Also für mich ist es teilweise der Föderation noch viel mehr, weil es einfach viel lockerer und lustiger dazu geht, wie bei Captain Kirk. Aber ja, Star Wars hat trotzdem, das gibt die Geschichte des Universums wieder oder eine alte Geschichte wieder, zwar jetzt nicht eins zu eins, also jetzt ist jetzt nicht eins zu eins diese Charaktere und so, die da dargestellt werden, so existierten sie nicht. Man muss auch davon ausgehen, das Bewusstsein entwickelt sich kontinuierlich weiter. Also das Bewusstsein entwickelt sich immer weiter. Technologie ist nicht bewusstseinsgebunden. Das heißt, ob technologisch fortgeschritten oder nicht, sagt nicht viel über die Bewusstseinsentwicklung aus. Aber die Bewohner des Universums waren damals in einem anderen Bewusstsein, als wir es heute sehen. Star Wars ist natürlich aus einem heutigen menschlichen Bewusstsein dargestellt. Ich möchte da auch heute einfach, weil es einfacher ist, linear reden. Also ich möchte über die Vergangenheit sprechen, auch wenn Zeit natürlich an und für sich eine Illusion da ist und auf einer anderen Schwingungsfrequenz diese Dinge immer noch stattfinden. Heute bleibe ich einfach ganz normal bei einer linearen Terminologie. Es war damals so, also die physische Schöpfung, das physische Universum, das war gedacht, um eine ganz bestimmte Erfahrung zu machen, nämlich die Erfahrung der Trennung. Ganz spannende Erfahrung, frei von jeder Wertung. Also wir werten ja heute Trennung als etwas Negatives, aber aus der höheren Perspektive betrachtet war Trennung etwas unglaublich Spannendes. In höheren geistigen Welten ist es so, zwei Seelen begegnen sich, sie verschmelzen miteinander, sie werden praktisch von zwei Ichs zu einem Ich. Dann weiß die eine genau dasselbe, was die andere weiß, hat die eine genau dasselbe erlebt, was die andere erlebt hat und dann ist man an Informationen gewachsen, geht auseinander und ja, man muss diese ganzen Erfahrungen gar nicht mehr selber machen. Ist schön, ist nett, aber es war uns allen, die wir hier auf der Erde heute sind, zu langweilig. Also es war uns allen hier auf der Erde zu langweilig, sonst wären wir nicht hier. Wir wollten mehr und wir wollten wirklich erfahren, wie es ist, diesem anderen Du zu begegnen, dieses andere Du erforschen zu können, erfahren zu können als getrennt. Also Trennung war für uns etwas Großartiges, ist es auch bis heute noch. Trennung ist an und für sich erstmal nichts Negatives. Und deswegen wurde das physische Universum auch erschaffen, dass wir das erfahren können. Aber die Macht der Liebe, die war so stark, dass diese Macht der Liebe das Physische relativ schnell überwunden hat. Und das physische Universum drohte relativ schnell, sich wieder innerhalb dieser Liebesfrequenz einfach aufzulösen. Man kann sagen, Liebe ist sowieso ein Magnet und es zieht immer wieder zusammen. Es führt immer wieder zurück in die Einheit. Und die Liebe war zu stark, um die Trennung aufrechtzuerhalten. Und damals wurde ich nenne es jetzt mal die Schöpfungswesen, die Schöpfer des physischen Universums und aus einer höheren Perspektive betrachtet, sind wir auch selbst diese Schöpferwesen. Trotzdem rede ich auch hier jetzt wieder in Form von getrennt, die Schöpferwesen und wir. Aber diese Schöpferwesen haben gesagt, okay, hier muss etwas passieren, sonst löst sich dieser großartige Spielplatz ganz schnell wieder auf. Und da wurde dann auch diese Idee geboren. Und ich habe mal, also Anna Fia hat auch mal was darüber erzählt, über den Ursprung der Dunkelkräfte. Ich blende es einfach jetzt mal oben ein, für diejenigen, die die Botschaft nicht kennen. Es ging praktisch darum, innerhalb auch dieser physischen Welt hat jeder seinen Platz, jeder seinen zugedachten Platz. Und wir haben uns einfach auf unseren zugedachten Platz inkarniert und dort gelebt. Und dann wurde diese Idee geboren, ich könnte doch den Platz eines anderen einnehmen. Um den Platz eines anderen einzunehmen, muss ich den aber verdrängen. Und wenn sich der nicht verdrängen lassen will, muss ich Gewalt anwenden. Das mal zusammengefasst, worum es da damals ging. Und diese Idee wurde in die physische Welt eingepflanzt. Und da war diese Geburt der Dunkelkräfte, die Geburt des Dunklen, des Bösen. Und da begannen erst einmal im Kleinen und dann sich immer mehr im Großen aufbauend Kämpfe, wo dann auch ganze Gruppen versucht haben, einen Raum einzunehmen, der nicht für sie gedacht war. Und dann begannen immer mehr Kriege und diese Kriege, diese Sternenkriege, die haben wirklich Überhand genommen im Universum. Also zur damaligen Zeit war es so, dass da
ganze Planeten in die Luft gesprengt wurden, ganze Sonnensysteme wurden zerstört. Die Technologie war dort sehr weit fortgeschritten, das Bewusstsein halt noch nicht. Und ja, jetzt stand man wieder vor einem Problem. Zuerst war diese physische Schöpfung dabei, sich ständig wieder aufzulösen, weil alles in Liebe auseinanderging. Diesmal war der Drang, auseinanderzudriften, so groß, dass das alles Gefahr lief, dass das Universum zerstört wurde, nämlich komplett. Jetzt hatte man das gegenteilige Problem. Das heißt, man musste sich wieder was einfallen lassen. Und dann wurde diese Idee geboren, dass man diese Sternenkriege auf einzelne Planeten in einer ganz bestimmten Schwingungsfrequenz verbannt. Und da kommt dann sozusagen die Erde ins Spiel. Die Erde ist so ein Planet. Es gibt aber mehrere Planeten wie die Erde, die in einem System eingebaut sind, wo sich das Sonnensystem ums Zentrum der Galaxie bewegt, und zwar durch verschiedene Frequenzen hindurch immer wieder, was dann sozusagen diese Yugas erzeugt, diese verschiedenen Zeitaltern. Und im dunklen Zeitalter, im Kali-Yuga, das ist das Zeitalter des Krieges, da ist es möglich, dass einerseits ist das Bewusstsein so dicht, dass wir nicht auf höhere Technologie zugreifen können. Wir können den Planeten nicht verlassen. Und gleichzeitig können wir hier Kriege ausfechten, ohne den Planeten zu zerstören. Nur in Phasen des Übergangs, wo wir uns gerade befinden, da entwickelt eine Zivilisation wieder höhere Technologie. Und da darf dann unter anderem auch die Föderation das Ganze überwachen, dass diese Technologie nicht den Planeten zerstört. Das ist auch eine Aufgabe der Föderation, ja hier einzugreifen. Haben sie ja schon oft gemacht und haben ja schon auch oft Atomraketen deaktiviert und so weiter. Das heißt, hier werden nach wie vor diese alten Sternenkriege ausgefochten. Also Star Wars ist nicht zu Ende. Es wurde einfach in einen geschützten Raum verbannt. Und teilweise die beteiligten Dunkelkräfte und Lichtkräfte sind immer noch hier und ziehen auch im Geheimen tatsächlich die Fäden. Also es ist durchaus so, dass hier die Fäden gezogen werden, auch von dunklen Kräften. Aber es gibt ein Verbot, dass diese Kriege außerhalb dieser Welten stattfinden. Und es gibt auch ein Verbot, dass der Planet zerstört wird. Und einige Beteiligten dieser Kriege, die damals da beteiligt waren, sind auch heute auf der Erde inkarniert. Also es ist da immer wieder, na, sind wir die Marionetten von diesen beiden Kräften? Das ist ja auch immer so eine große Frage. Sind wir jetzt diese Marionetten, die die einen spielen und die anderen spielen? Wir sind sowohl die Marionetten als auch die Fädenzieher. Also viele von damals sind heute hier bewusst inkarniert, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel Dirk und ich. Die Plejadier, die Sirianer, sind ungefähr, das war ungefähr ein Konflikt, der so lange geschwelt ist und immer wieder ausgebrochen ist, wie heute der Konflikt in Israel. Und viele Plejadier und Sirianer sind heute inkarniert, um hier auch Frieden zu finden miteinander und arbeiten so wie Dirk und ich heute zusammen. Dirk von den Plejaden als Plejadier hier inkarniert, ich von Sirianern hierher geschickt, unter Anführungszeichen. Ja, und das ist die Geschichte der großen Sternenkriege. Und das ist das, was mir Anna Fia jetzt mitgeteilt hat, was sie mir gezeigt hat. Ich habe wirklich Bilder gesehen, die aus Star Wars stammen könnten, also wo wirklich Planeten explodieren, in die Luft gehen und wo wirklich damals Gefahr war, dass dieses ganze Universum wieder in sich zusammenfällt. Ja, das war mal mein Part erstmals. Jetzt gebe ich mal an dich weiter, Dirk. Ja, danke, Shari. Ja, also ich meine, du hast es ja schon sehr ausführlich gemacht, beziehungsweise auch mit Hilfe von Anathia. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Universum, wie du ja richtig schon gesagt hast, war ja erst eine Einheit und ist ja dann später erst sozusagen, hat auch hier erst eine Spaltung stattgefunden, ne? Zwischen dem Positiven und dem Negativen. Es ist grundsätzlich aber so, dass die, auch gerade weil du vorhin ja auch die Aufgabe der Föderation angesprochen hast, dass es ja darum geht, dass wir aber daraus lernen. Also Negativität, ja, natürlich, klar, aber sie gehört ja zu uns, sie ist ein Teil von uns. Und da darf ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen ja in uns, und das ist ja auch im Moment das aktuelle Zeitgeschehen, wir kriegen ja nach außen so viel geballt Negativität zu spüren, egal wo es jetzt ist. Ich will jetzt auch nicht auf einzelne Bereiche eingehen. Und
Unsere Aufgabe, jedem Einzelnen von uns, ist es aber wichtig, oder für uns ist es wichtig, dass wir diese Negativität in uns auch annehmen. Weil ich kenne es, wenn man jetzt so meditiert oder spirituell irgendwie sich verhält oder verhalten will oder wie man es immer nennen mag, dann ist es einfach so, dass oft heißt, ja, dieses Negative und weg damit. Und also wir wollen alle immer nur die Lichtvollen sein und so. Aber ich kann erst dann das Licht in mir erkennen, wenn ich auch den Schatten in mir erkannt habe. Ist einfach so. Und deswegen ist es im Moment im Außen, findet es auch so geballt statt, weil ich ja auch immer wieder sage, es geht darum, in die Schöpferenergie hineinzukommen, dass wir Schöpfer unserer Welt sind. Und wenn ich meine dunkle Seite in mir, und die hat jeder von uns, ohne Ausnahme, ja, weil sie ein Teil von uns ist, ja, weil wir können nur dann das Licht in uns erkennen, wenn wir den Schatten kennengelernt haben. Das ist ja das, was im Walsh-Buch so schön beschrieben ist, in dem Kinderbuch von Walsh, wo es darum geht, dass die Seele oder ja doch die Seele das Licht, also das wissen will, was heißt denn Licht? Und daher muss der Schatten erstmal vorhanden sein, damit es erkenne, was Licht bedeutet. Und das ist in der jetzigen Zeit gerade sehr, sehr wichtig, weil ich hatte nämlich am, warte mal, wir haben heute, ja, Montag war das, Montag, habe ich eine Sitzung gehabt im Mutterschiff von vielen. Und ich hatte erst überlegt, ob ich ein komplettes Video mache, aber vielleicht reicht es ja, wenn wir das beide verteilen und vertreiben. Es war die halbe Allianz anwesend. Also wir hatten den großen Saal wieder mal. Und zwar geht es darum, wir bekommen, so ist es zumindest in den anderen Galaxien jetzt schon gewesen, einen sogenannten Energiebeben. Das wirkt sich aus, wenn, also wir versuchen natürlich alles, deswegen ist die ganze oder die halbe Allianz da im Einsatz, sowohl aus Innererde als auch von außen. Es sind alle Planeten in unserer Galaxie daran beteiligt, den Schutz aufzubauen, weil es wirklich heftig ist. Das nähert sich jetzt. Zeitpunkt wird wahrscheinlich sein um die Weihnachtszeit, vielleicht sogar ein bisschen früher, müssen wir mal gucken. Und wir bauen Gitternetze auf, Filter und also wir versuchen alles, aber wir können es nicht aufhalten. Aber wir stellen entsprechend alles zur Verfügung, was wir eben haben. Und es geht eben bei uns darum, wir können, weil viele, ich kriege immer wieder auch Anfragen, ja, wie kann ich die Föderation unterstützen? Indem ihr in eure Mitte kommt, in die Zentrierung. Weil wenn wir in uns, jeder Einzelne, und es betrifft wirklich jeden, in die Friedensenergie hineinkommen, in die Zentrierung, in das Freiwerden, Loslassen, dann haben wir eine so hohe Macht und Energie zur Verfügung, die das ohne weiteres aufhalten kann. Aber sie brauchen, die Föderation braucht auch mit unserer irdischen Unterstützung dabei. Also jeder einzelne Mensch ist hier ganz klar gefragt. Und Zentrierung bedeutet, in die Dankbarkeit zu gehen, in das Negative in sich anzunehmen. Ich muss es ja nicht küssen und umarmen, aber es geht einfach darum zu sagen, okay, es ist ein Teil von mir, es gehört zu mir. Punkt. Und dadurch komme ich wieder in die Einheit und dann eben, wie gesagt, auch die Dankbarkeitsübung, die Freude am Positiven, was hier ist. Ich meine, klar gibt es so viel Negatives, aber es gibt auch das Positive und auf das Positive zu schauen. Und das erhöht jedem Einzelnen seine Frequenz, seine körperliche Frequenz, seine Schwingungsfrequenz. Und das wiederum hilft der Föderation in dem Moment auch dieses enorme Beben aufzuhalten, beziehungsweise so weit abzuschwächen, dass es uns nicht mehr groß belasten kann. Weil wenn es wirklich so durchkommt, dann haut es wirklich unseren Organismus, da ist, ich sage jetzt mal,
Spritzen oder Impfungen oder so Entschuldigung den Ausdruck, aber ein Fliegenschiss dagegen. Weil das geht so arg auf den Organismus, dass teilweise es bei den Leuten wirklich, ich sage jetzt mal, die Birne raushaut. Also das ist nicht ohne. Und deswegen sind wir absolut in Alarmbereitschaft. Wir machen alles, um in irgendeiner Form das zu bremsen, abzuschwächen, wie es geht. Aber wir brauchen die Unterstützung der Menschheit dazu, jedes Einzelnen. Also ich bekomme auch gerade ja immer wieder gesagt, und ich habe ja viel in den Videos auch drüber gesprochen, viele wundern sich auch oft, dass ich sehr viel auch gerade über das Thema Beziehungen, Partnerschaft spreche. Aber das ist das, was Anna-Fia mir auch sagt, wir müssen Frieden jetzt gerade in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen schaffen. Und auch gerade im Bereich Partnerschaft ist ja oft dieser Krieg zu sehen. Ja, natürlich auch Eltern-Kind-Beziehungen oder Geschwister, aber gerade im Bereich Mann und Frau, männliche und weibliche Kraft, die symbolisieren ja auch, die stehen ja auch für große kosmische Kräfte. Und wir sind wirklich aufgerufen, Frieden in den Partnerschaften zu generieren. Denn wenn wir im Kleinen im Frieden sind, dann schaffen wir das auch fürs Große. Und es ist, viele kommen zusammen, meditieren und schicken dann Licht zum Beispiel nach Israel oder in die Ukraine, schicken dort Licht hin und dann gehen sie nach Hause und streiten mit dem Ehepartner, dass die Fetzen fliegen. Und das ist dann so ein bisschen wie, ich kann sagen, ich möchte das nicht absprechen, dieses Licht wohin schicken, das ist schon auch eine wichtige Aufgabe, die hier viele erfüllen. Aber es ist halt so ein bisschen wie, ja, die Symptome bekämpfen. Man kann die Symptome abmildern durch dieses Licht hinschicken, aber die Ursachen, dass es überhaupt Krieg gibt auf der Erde, die müssen wir zu Hause bei uns, die müssen wir zu Hause bei uns und in uns bekämpfen. Ich sage bekämpfen, es fällt gerade kein besseres Wort ein. Aber wie du so schön sagst, das ist nämlich so wichtig und das geht auch teilweise über das Annehmen der Schatten oder der Dunkelseite. Ja? Wenn ich sage, okay, wo ist denn mein dunkler Anteil? Wo will mein Ego sich gerade durchsetzen? Beim anderen? Oder wo sind die Schattenanteile des anderen? Und auch sozusagen die eigenen und die Schattenanteile des anderen zu lieben. Man kann auch liebevoll Nein sagen. Man muss nicht Nein sagen. Man kann auch liebevoll einfach sagen, nein, danke. Nein, danke. Da mache ich nicht mit. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und viele verstehen das oft falsch und sagen gerade in den wir spirituellen Leute, wir wollen immer alles weglieben. Und den Krieg kann man nicht weglieben. Es geht gar nicht darum, das zu lieben. Es geht darum, Frieden zu schließen mit sich selbst und auch zu sagen, ich entscheide mich. Also ich entscheide mich für das Licht und die Liebe. Bedeutet nicht, dass ich dann das andere bekämpfen muss in dem Sinn, dass ich es bekriegen muss, sondern ich entscheide mich für das Licht und sage zum Dunklen einfach, nein, danke. Schön, dass es dich gibt, denn das Dunkle brauchen wir, damit diese Schöpfung, diese Erfahrung der Trennung überhaupt möglich war, denn wir wollten diesen Spielplatz. Und es wird dieser Spielplatz, also dieser Spielplatz der physischen Welt erhält ja jetzt auch eine Stabilität, das ist ja das Schöne. Er wird jetzt eine Stabilität erhalten, wo dann Krieg nicht mehr notwendig ist. Und wir brauchten Krieg, um diese Erfahrung zu machen, um diese Erfahrung der Trennung zu machen, um diese Schöpfung, diese neue Schöpfung zu stabilisieren. Und diese Schöpfung der physischen Welt ist ein großartiger Spielplatz. Wunder, wunder, wunderschön. Und es wird Möglichkeiten geben, die physische Erfahrung auszukosten. Die können wir uns jetzt noch gar nicht in unseren kühnsten Träumen ausmalen. Und wir bewegen uns dorthin. Und wie gesagt, Krieg wird dann nicht mehr notwendig sein, um es zu stabilisieren. Es war in der Vergangenheit notwendig, so wie du auch gesagt hast, das Licht, das die Dunkelseite erfahren musste, um zu verstehen, was es ist, oder Neil Donald Walsh in diesem Kinderbuch eben geschrieben hat. Ich mag diese Geschichte auch sehr gerne. Aber ja, jetzt, ich habe zwar jetzt, ich sehr spannend, dass du das erzählst. Du hast mir das ja vorher noch gar nicht erzählt mit dieser Energiewelle im Dezember. Lass uns da zurückgehen, weil das sehr spannend ist. Weil was bei mir ist,
wusste direkt davon jetzt nichts, aber mich hat Anathia und meine geistige Führung hat mich zurzeit sehr angehalten, meine Ernährung ganz massiv umzustellen und auch wirklich zu schauen, dass ich wirklich sehr, sehr gut gerade auf meinen Körper achte. Also haben sie gesagt, gerade ist es ganz, ganz wichtig, sehr bewusst sich zu ernähren, auch den Körper irgendwie auch fit zu halten, weil der Körper wird bald sehr viel umwandeln müssen. Jetzt weiß ich auch was, nachdem du es erzählt hast. Diese Welle, von der du da sprichst, ja, ist das eine Befreiungswelle? Weil ich nehme gerade zwei Sachen wahr, die vor sich gehen. Ich nehme schon wahr, dass momentan wieder massivst auf der Astralebene aufgeräumt wird und da gibt es ja diesen Frequenzbereich, wo sich diese negativen Gedanken und Gefühle der Menschheit, wo die wie geballt vor sich hinschwelen, ist das so eine Aufräumwelle, wo hier das einmal wieder durchgeputzt wird? Kann man das so verstehen? Naja, es ist, weil du jetzt gerade die Erde angesprochen hast, also wir haben festgestellt, und das ist ja eigentlich, deswegen ist es so gefährlich, also aus unserer Sicht, dass das ja bisher andere Galaxien schon betroffen hat. Wir sehen es ja, also diese Welle ist wirklich wie so ein, ich nenne es jetzt mal wie so eine Art Sandsturm, weißt du, der so durchfährt. Und der nicht nur jetzt das betrifft, um hier generell was durchzufegen auf der Erde, da ist die Erde eigentlich nur ein kleiner Teil davon, weil das Fegen betrifft den Mond, den Jupiter, den Saturn, alle Es ist eine Planeten. kosmische Welle. Eine komplette kosmische Welle, die aber so heftig ist, die also so in der, wenn die eigenen Energien nicht genügend stabil sind oder so, die kann ganze Planeten zerstören. Und zwar so heftig. Und deswegen sind wir natürlich absolut in Alarmbereitschaft. Und wir hatten das schon beobachtet, waren deswegen auch in anderen Galaxien, um es zu beobachten, wie es geht, haben da natürlich auch schon Erfahrungen sammeln dürfen in dem Widerstand oder in der Neutralisierungsform. Und aber es hat wirklich, ich kann es bewusst mal sagen, Gott sei Dank weit, weit weg von unserer Erde. Aber in fernen Galaxien hat es wirklich Planeten zerbröselt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich komplett aufgelöst durch diese Welle. Die sind in den Bruchteilen, also wie sagt man, nicht Bruchteilen, sondern in die Teile von Atomen zurückgegangen. Also Ah, komplett ja. Ich nur verstehe, ich verstehe. explodiert. In dem Sinne, explodieren tut da nichts, sondern es geht, die ist so aufgebaut, diese Welle, dass sie praktisch den atomaren Teil oder dich wieder in den atomaren Teil zurückholt. Ja. Ich Ja? verstehe, weil Anaphil hat jetzt auch gerade gesagt, weil dass das eben das Problem genau ja ist bei dieser Welle, von der du da sprichst, dass eben diese negativen Gedanken und Gefühle bei Planeten, wo das so geballt ist wie bei der Erde, dass genau das ja dann das Problem ist, wenn diese Welle durchgeht. Ja, weil das ist wie ein Anziehungspunkt. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein starker Magnet, der das Ganze dann nochmal multipliziert. Deswegen ist es so wichtig, weil es nützt nichts, wenn wir da oben Filter über Filter über Filter aufbauen und dann ist er unten ganz schön schwach und dann zieht es aber da nochmal richtig magnetisch diese Welle nochmal an. Ja, sie sagt ja auch gerade, also Anna4 sagt gerade, ganz, ganz viele Leute schreiben mir zurzeit auch, aber auch in meiner Ausbildungsgruppe höre ich das gerade oft, dass die Träume so wirr sind, so ein bisschen chaotisch und dass da viele, viele Seelen gerade auf der Astralebene, auf der Traumebene auch beschäftigt sind, damit da aufzuräumen, um da ein bisschen mehr Ruhe, mehr Raum reinzubringen. Das heißt, an diejenigen, die jetzt gerade wirre Träume haben, chaotische, das kann damit dann auch zusammenhängen, weil viele von uns arbeiten ja auf der Traumebene dann auch in den astralen Reichen. Und auch wenn wir das nicht ins Bewusstsein, ins Tagesbewusstsein mitnehmen, kann sich das eben dann so zeigen, dass man sich an ein bisschen chaotische Träume erinnert. Ja, und dann geht es auch aber nicht nur um die Träume. Es geht vom Körperlichen her, ist es teilweise so, dass du das Gefühl hast, du stehst neben dir. Wirklich, warst, also du hast wirklich das Gefühl, du stehst neben dir. Du bist, auf der einen Seite siehst du dich zwar da stehen, aber du merkst, du bist nicht da. Also du bist wirklich, du stehst wirklich daneben. Und bei anderen sind stärkere Kopfschmerzen, es sind Schwindelanfälle, es sind dabei.
das Gefühl, ich kann machen, was ich will, aber ich komme nicht mehr zurück an die Erdung. Also ich kann mich nicht mehr richtig erden, zum Beispiel. Das sind so die Vorboten, die wir zum Teil, weil jeder, weißt du, man kann auch nicht sagen, ja, das wird das und das in jedem Menschen auslösen. Nein, weil jeder ein Individuum ist und jeder hat unterschiedliche, ich nenne es jetzt einfach mal Schwachpunkte. Ja. Ja? Beim einen ist es der Schwindel, beim anderen ist es die Kopfschmerzen, beim dritten tut ihm vielleicht, was weiß ich, plötzlich die ganzen Glieder weh oder so. Also das erlebt jeder unterschiedlich. Deswegen kann ich auch jetzt nicht alles aufzählen, was da sein könnte. Aber es ist zumindest deutlich, sehr deutlich zu spüren und woran man es vor allem erkennen kann, dass es schubweise auftritt. Also wellenweise im wahrsten Sinne, also wirklich richtig Welle. Das heißt, ich habe 2, 3 Tage richtig Probleme damit, dann auf einmal ist es wie, wenn es gar nicht existiert hätte, ganz weg und dann auf einmal ist es wieder voll da. Also das sind so diese Wellen, diese Vorboten. Ja. Ja. Also ich kenne das auch stark mit Schwindel. Das ist mein Schwachpunkt. Es gab auch in früheren Phasen, schon vor 10 Jahren und so, gab es das auch immer wieder, so Wellen, die hierher kamen, wo man das stark gespürt hat. Es ist ein bisschen ähnlich wie mit diesen Lichtkörperprozesssymptomen. So könnte man das ein bisschen vergleichen. Da gibt es ein ganz, ganz spannendes Buch, das ist eh schon viele, viele Jahre alt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von der Rengen Anselmi hieß sie. Der Lichtkörper, also da sind alle Symptome aufgelistet. Also falls sich jemand für die Symptome, da ist ein ganzes Buch und da ist es ganz genau aufgelistet, was im Körper passiert, welche Symptome wie auftreten können, auch das mit den Wellenbewegungen. Also es gibt ein Buch und ich werde momentan auch wieder öfter darauf angesprochen, auf diese Symptomatik. Also man spürt ja sowas auch immer vorher. Ich wusste es nicht genau, ich habe schon gespürt, es ist irgendwas im Feld, deswegen. Sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Aber Anna-Fia hat jetzt auch eben, wie gesagt, gesagt, Körper gut vorbereiten. Es wird gerade viel auf der Traumebene gearbeitet. Aber ich bekomme ja von Anna-Fia meistens eher die Infos, die aus der höheren Ebene kommen. Also wie wir uns praktisch auf der Astralebene auch darauf vorbereiten können und wie wir unsere physischen Körper schützen können. Hast du da Kurze, irgendwie ein Gefühl? ja, ich kriege ganz kurz noch, kriege ich noch mit eine Info, weil du vorhin gesagt hast, auch auf die Ernährung achten. Also, wir haben das gemerkt, Beate und ich, weil wir ja uns wirklich ernährungstechnisch umgestellt haben, rein vegetarisch. Und ich hatte aber jetzt durch die Erkältungszeit, die ich hatte, hat der Körper nach Fisch verlangt. Also, wir haben zwischendrin Fisch gegessen. Und ich hatte auch das Gefühl, irgendein Stoff fehlt dem Körper jetzt. Also wenn, es geht nicht generell, dass jeder jetzt anfangen muss, die auch Vegetarier, dass die jetzt anfangen müssen, Fisch zu essen, das ist nicht damit gemeint. Aber wenn sie auf etwas Gelüste haben, wenn aus dem plötzlichen Sein irgendeine Gelüste auf irgendwas ist, dann sollte man gucken, ob es vielleicht manchmal ganz gut ist, mal auch wenn es nur übergangsweise. Ich brauche jetzt auch keinen Fisch mehr. Es war jetzt, die Zeit ist rum. Ich habe das aber gebraucht, um eine gewisse Stärkung zu haben. Und dann habe ich dem nachgegeben. Ja. Und ich wollte einfach nur sagen, weil viele denken dann oder sagen, ja, ich bin aber Vegetarier. Ich darf doch nicht oder ich kann doch nicht oder so. Wenn es der Körper in dem Moment verlangt, dann würde ich ihm danach geben, auf alle Fälle. Weil sonst muss ich mir mühselig und ich weiß nicht, ob das dann überhaupt ausreicht, von anderen Nährstoffen irgendwie wieder zu ranholen. Und deswegen ist, sage ich mir einfach, okay, wenn ich in dem Moment, und es hat mir wirklich gut getan, es hat mir geholfen, sehr schnell gesund zu werden wieder, muss ich wirklich sagen, weil Grippewellen oder Grippeninfekte, die ziehen sich manchmal ganz schön hin. Und da ging es wirklich recht flott, ja. Aber natürlich nicht nur, weil ich jetzt Fisch gegessen habe, aber weil in dem Tee und Schüsslersalze und also ich, wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht in der Hinsicht. Aber ich habe gemerkt, der Körper braucht es. Und da ist es eben ganz wichtig, auf den Körper zu hören. Wenn ich die Signale kriege, die Gelüste danach, dann soll ich dem nachgeben. Ja? Jetzt werden wahrscheinlich Leute fragen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein Gelüst habe auf Fleisch? Das muss jeder für sich raus sagen. Also Fisch, sage ich für mich, war für mich völlig okay.
wenn einer unbedingt heiß Hunger auf, ich sag mal, irgendein Würstchen oder was hat oder wie auch immer, bevor er sich jetzt da quält, also die Energie des Widerstandes macht keinen Sinn, dann soll er lieber das nachgeben, dass die Energie nicht so widerstandsvoll ist und sich einfach von mir aus das auch segnen, wenn er das Gefühl haben muss, er möchte das haben, ist völlig in Ordnung. Und aber ansonsten, wie gesagt, geht es hauptsächlich eben darum, auch mal, wenn der Körper Signale gibt, darauf wirklich zu hören. Oder wenn ich plötzlich Lust habe, besonderes Obst zu mir zu nehmen oder wie auch immer. Also das ist jetzt nicht nur auf das gemünzt, sondern generell, dass wir lernen dürfen, auf unseren Körper zu hören und auch sensibel zu werden, wenn der Körper was Signale gibt, zum Beispiel. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin ja selbst Flexitarier, das heißt, ich ernähre mich großteils, also wenn ich koche und so, ich koche großteils vegan, esse aber eben ab und zu Fleisch auch und Milchprodukte auch. Und habe dann für mich auch entschieden, dass ich halt dann wirklich achte, dass ich dann schaue, zum Beispiel, es gibt in Wien gibt es ja einen ganz bekannten Fleischer, der nur von wirklich guten Biobauern selbst einkauft und noch selbst dann schlachtet, schnell und schmerzlos. Also, dass ich einfach achte, dass ich dieses Leid auch nicht unterstütze. Es ist ja auf höherer Ebene, haben ja auch die Tierseelen durchaus eingewilligt, uns als Nahrung zu dienen. Das heißt nicht, dass es das in Ordnung ist, dass wir sie aber so schlecht behandeln. Ich war 5,5 Jahre durchgehend Vegetarier, hab's aber nicht so gut, mein Körper hat es nicht so gut damals vertragen. Muss aber auch sagen, dass zum Beispiel bei mir jetzt der Heißhunger, lustigerweise, weil du sagst Heißhunger, ich hatte dasselbe, nur bei mir waren es tatsächlich Linsen. Ich habe über Tage nur Linsen gegessen. Ich konnte gar nicht aufhören, Linsen zu essen. Also bei mir war es tatsächlich nichts, was mit Fleisch zu tun hatte jetzt in dieser Phase, sondern ich habe von Linsencurry über Linsenleibchen, über ganz klassisch, wie man es in Österreich zubereitet, Linsen mit Knödel, alles durch. Aber da hat auch der Körper scheinbar nach etwas geschrien, was da einfach drinnen ist. Aber es ist wirklich wichtig, momentan ganz auf den Körper zu hören und ja, ich weiß, es gibt einige, die vielleicht jetzt schreien werden, oh mein Gott, Dirk hat Fisch gegessen, Shari isst sogar ab und zu Fleisch. Es ist, wir leben hier auch, also mir hat mal die geistige Welt gesagt, gerade nach den 5,5 Jahren Vegetarier-Dasein, wo ich wieder begonnen habe, dann auch ein bisschen Fleisch zu essen, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging, hat mir damals die geistige Welt gesagt, dass unsere physischen Körper, die wir hier haben, auch natürlich wie Autos sind, die mit verschiedenen unterschiedlichen Benzin oder mit Diesel oder Erdgas, die können unterschiedlich betankt werden, diese Autos hier. Und ich hätte mir halt noch so ein uralt Modell ausgesucht, wo halt dann teilweise eben zum Beispiel noch Super Plus getankt werden muss. Und das ist halt dann noch so ein Fleischesserauto ein bisschen. Wir werden uns schon dahin entwickeln, wir sind dabei, uns hinzuentwickeln, dass diese fleischlose Ernährung auch wirklich Bestand haben wird auf dem Planeten. Also es ist schon etwas, das der alten Zeitqualität einfach angehört. Aber es ist oft ein Thema, deswegen rede ich kurz drüber, ein Thema, auf das ich auch angesprochen werde, so eben auch in der Art, wie Schari, ich esse noch Fleisch, oh mein Gott, ist das denn jetzt verwerflich und schlimm? Mir ist ganz, ganz wichtig, das auch einmal zu sagen, wir befinden uns in der Phase des Übergangs und auch unsere Körper befinden sich in der Phase des Übergangs und manchmal braucht der Körper einfach einen alten, etwas alte Energie, könnte man sagen, noch. Und wichtig vielleicht eben darauf zu achten, dass dieses Tier nicht gelitten hat, dass es nicht aus so einer Massenhaltung kam oder einen schrecklichen Transport hinter sich hatte oder sonstiges. Sondern wenn man schon Fleisch isst, so wie ich ab und zu, dass man wirklich darauf achtet, da gebe ich dann einfach gern, auch wenn es das Dreifache kostet, für ein Stück Steak aus. Und ansonsten, wie gesagt, ist eine vegane, vegetarische Ernährung ja heute nicht mehr allzu teuer, Gott sei Dank. Ich habe jetzt mal gehört, ich glaube, Lidl macht das gerade, ganz kurz vom Thema abzuweichen, dass die jetzt anfangen, auch die vegetarischen Produkte nicht mehr teurer zu verkaufen als die Fleischprodukte. Dass da jetzt so eine Aktion, glaube ich, gestartet wurde, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, aber zurück jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema.
Gibt es da einen Zusammenhang auch mit dieser Energiewelle, die gerade auf die Erde kommt und auch mit diesen Konflikten, die gerade auf der Erde sind, wie zum Beispiel Israel eben? Also es ist nicht, also es ist jetzt nicht so, dass die Welle da war und dann, ich sage jetzt mal, die Menschen angestachelt hat. Also so ist es auf keinen Fall. Ich meine, dieser Krieg, der da ja stattfindet, der brodelt ja schon Jahrtausende. Das ist ja immer mal wieder was aufgeflammt und dann ist es wieder mal runtergesetzt und das ist ja immer so ein Au hin und her, ja. Und ich gebe das auch in meinen Beratungen oft preis, dass ich sage, wie innen so außen. Und für uns ist es einfach ein deutliches Zeichen, dass wir immer noch, und Corona hat es eigentlich noch mal deutlich gemacht, so viel kriegerische Handlungen in uns haben, dass diese Energie irgendwo hin muss. Ja, die ist ja nicht so, dass ich sage, ich ärgere mich über was und dann verpufft es. Sondern es geht ja alles ins Globalbewusstsein über. Also wir haben ja praktisch eine, ja, wie sagt man, wie eine große Energieblase, wo all unsere Gedanken hineinkommen. Und die muss sich ja dann irgendwo, je nachdem, wie bei einem sauren Regen oder so, irgendwann dann auch mal entladen. Und da kommen dann diese Kriege zustande. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich so wichtig. Und ich habe es in dem Vortrag in Österreich, als ich jetzt wieder war, die Tage, habe ich es erzählt und sage es auch in den Beratungen und so. Es geht darum, in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen wir, ja, ich bin dafür mitverantwortlich, dass dieser Krieg jetzt da draußen stattfindet. Und allein dadurch, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, komme ich in dem Moment oder gehe ich in die Schöpferenergie und kann sagen, und jetzt verändere ich es durch mein Denken, durch mein Tun, mein Handeln. Ja, und Es ist auch das ist wichtig, sich zu fragen, was verurteile ich eigentlich, ja? richtig. Da reinzugehen und sagen, okay, was verurteile ich? Ist gerade jetzt in dieser Phase, sagen mir ja auch sehr viele Leute, sie sind so gereizt. Und das ist natürlich auch eine Chance, das aufzulösen, diese Gereiztheit. Ich habe es auch bei mir tatsächlich bemerkt, dass es gewisse Themen gibt, wo ich merke, da reagiere ich einfach auch noch gereizt drauf. Und da wirklich eben, wie du sagst, in die Eigenverantwortung zu gehen und sagen, auch ich habe noch diesen kriegerischen Anteil in mir und damit trage ich auch zu diesem Gruppen-Kollektivbewusstsein bei, das wiederum diesen Krieg in Israel gerade ermöglicht. Genau. Und je mehr ich natürlich auch, das kommt dann noch dazu, natürlich die Leute darüber sprechen, die Medien dauernd berichten, wird da natürlich, man sagt wirklich, immer wieder Öl ins Feuer geworfen. Das heißt, je mehr ich mich mit diesem Kriegsthema beschäftige, umso stärker wird diese Energie. Du kannst es daran erkennen, bei Politikern zum Beispiel. Politiker, die man überhaupt nicht mag, die kommen meistens an die Macht. Warum ist das so? Weil man über die spricht. Und dementsprechend bekommen sie immer wieder neue Unterstützung, neue Energie. Und deswegen sage ich mir für mich, ich möchte gar nicht so groß über diese negativen Dinge da draus sprechen, weil ich möchte dem keine große Aufmerksamkeit, keine große Energie geben, sondern ich lenke lieber meine Energie auf das, was mir Freude bringt, was mir Leichtigkeit gibt, was mich nach vorne bringt, was mich erweitert. Auf das lenke ich meine Energie. Und das sollte jeder andere auch tun. Es gibt diesen tollen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. Das ist genau das, was ich ja auch meinte in Bezug auf Nein, danke vorhin. Man sagt, ich kann einfach sagen, nein, danke, mach nicht mit. Genau. Und wenn das alle tun würden, ja, dann das ist, die Leute haben immer so viel, also dieser alte Fehlglauben auch, ja, aber man muss doch die stoppen, die diesen Krieg überhaupt beginnen. Man muss inwieweit, wenn keiner mit ihnen kämpft, dann muss man sie nicht stoppen. Und auch ganz, ganz wichtig, eben das im Kleinen jetzt zu erkennen, mit wem bin ich noch im Krieg, wo habe ich noch das Gefühl, jemanden zu bekämpfen in meinem privaten Umfeld, wo kämpfe ich noch mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, wo kämpfe ich da, wenn es ein innerer Kampf ist,
Es reicht einfach diese innere Energie. Ich glaube, du hast doch auch einmal gesagt, all die Gefühle und Gedanken der Menschen sind wie eine stärker wie weiß ich wie viele Atombomben. Das hast du doch mal in einem Video schon Ja, die gesagt. Föderation hat mir das gesagt. Es Ah. reicht, an einem Tag die Gedanken der Menschen aufzunehmen und daraus kann man eine Atombombe bauen. Aus der Geballtheit der Energie. So muss man es einfach sehen. Ja. Da ist es halt auch, wie gesagt, wichtig, die eigenen Gedanken zu beobachten, und zu schauen, wo denke ich denn noch kriegerisch, wo gehe ich noch kriegerisch in ja, und dann aber auch nicht selbst sich verurteilen, eben annehmen diesen Teil, einfach nur festzustellen, ah, hallo, hier kam einfach ein kriegerischer Gedanke, interessant. Ja, und wenn ich mich dann nicht selbst dafür verurteile, sondern einfach nur wahrnehme, ich habe gerade kriegerisch gedacht, kriegerisch gefühlt, und zu sagen, okay, das war gerade ein Gedanke, ein Gefühl, aber nein, danke. Ich entscheide mich jetzt dagegen. Ich denke und fühle von jetzt an anders. Dann kann man sich ganz entspannt umprogrammieren. Und das Schöne ist, man merkt es dann auch in seinem Umfeld, in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie harmonisch das auf einmal wird. Ich kann mich jeden Tag aufs Neue entscheiden, meinen Partner zu lieben und meinen Fokus auf das zu lenken, was ich an ihm mag oder an ihr mag. Ich kann mich aber auch darauf konzentrieren, was viele, vor allem Ehepaare machen, nur noch den Fokus auf das zu lenken, was mich am anderen stört. Dann wird die Ehe immer weiter und weiter den Bach runtergehen. Ich finde ganz spannend, ich habe irgendwann gelesen, dass in Indien, da wo Ehen arrangiert werden, oft viel glücklichere Ehen sind, also Ehepartner glücklicher sind als bei uns in unseren Kulturkreisen, wo wir uns selbst unseren Partner aussuchen. Und ich habe dann irgendwie einfach so die Theorie auch gehabt, ja, weil diese Leute, denen bleibt nichts anderes übrig. Ich sage mal, Liebe ist eine Entscheidung, die wir treffen. Verlieben tut man sich so, wie das passiert von alleine. Man kann gar nichts dagegen tun, sich zu verlieben. Das ist wie so ein Hormoncocktail, bam, der schießt ein. Und man kann danach auch nichts dagegen tun, wenn man sich wieder entliebt, also wenn der Rausch nachlässt. Aber Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft. Und darum können auch arrangierte Ehen sehr, sehr glücklich sein, weil sich beide dazu entscheiden, okay, jetzt bin ich nun mal mit dieser Person zusammen und verheiratet. Ich entscheide mich einfach dazu, sie zu lieben und sich jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, das Positive im anderen zu sehen, den anderen zu lieben, weil in Wahrheit auf einer höheren Ebene, auf einer wirklich höheren Ebene sind wir alle in Liebe miteinander verbunden. Deswegen kann ich auch jeden Menschen lieben, wenn ich mich dafür entscheide, weil auf der höheren Ebene sind wir sowieso eins. Und sich einfach mal bewusst zu machen, Liebe ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Aber ganz wichtig, was ich noch ergänzend dazu sagen möchte, ist, dass es vor allem geht um die Selbstliebe, weil ich kann nur dann einen anderen Menschen ehrlich und aufrichtig lieben, wenn ich mich selber ehrlich und aufrichtig liebe. Prinzip der Resonanz. Genauso ist es mit der Wertschätzung, genauso ist es mit der Achtung. Genau, deswegen sind wir auch gerade so aufgerufen, auch unsere Selbstwertthemen auch nochmal zu klären und uns auch bewusst zu werden, wie wertvoll wir selbst sind. Jeder von uns ist hier auf der Erde. Erstens einmal, was Anna Fia immer wieder sagt, wir sind die Mutigsten der Mutigen. Denn auf die Erde hinabzusteigen und zu inkarnieren, das tun wirklich nur die mutigsten Seelen. Das erfordert ganz schön viel Mut. Das heißt, jeder. Und wenn es der obdachlose Alkoholiker an der Straßenecke ist, wird im Universum hochgefeiert und gehört zu den mutigsten Seelen des Universums. Jeder Mensch hier auf der Erde ist wertvoll. Jede menschliche Erfahrung ist wertvoll, egal ob wir sie aus unserem menschlichen Bewusstsein als weniger oder mehr wertvoll bewerten. Nein, es sind alle gleich wertvoll. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass viele glauben aus der menschlichen Sicht, sie müssen irgendwas ganz Wichtiges beitragen, um wertvoll zu sein. Nein, allein indem du hier bist, bist du wertvoll. Und wirst schon auf einer höheren Ebene von Seelen, die nicht mutig genug waren, hier herabzusteigen, gefeiert und als Held gefeiert. Ganz gleich, was du hier auf der Erde erlebst, du bist ein Held für andere. Und sich mal bewusst machen, wie wir dann irgendwann einmal reiten. Rein symbolisch gesprochen, alle, wenn wir hier wieder mal deinkarniert sind, oben kosmische Autogrammstunden geben dürfen. Was du warst auf der Erde, wow, toll, darf ich ein Foto mit dir haben? So auf Genau. der Art.
So ungefähr wird es dann auch laufen. Also den Wert erkennen, den eigenen Wert erkennen. Das nimmt auch ein bisschen manchmal dieses aus der kosmischen Perspektive betrachten, deswegen erinnert uns Anna Vier immer dran, ist auch so wichtig, weil es auch den Ernst manchmal ein bisschen hier raus wiederum nimmt. Auch zu sehen, dass das hier, natürlich hat das hier auf der Erde alles aus unserer Perspektive eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auf der anderen Seite, wir sind unsterbliche Seelen, die hier diese Erfahrung machen. Und das alles ist nicht die feste Realität. Es ist nur eine, Anna Vier hat mir damals den Begriff gegeben, Realitätenillusion. Es ist eine Illusion, die so tut, als wäre sie Realität. Also wir erfahren, jetzt hat mir diesen Satz damals gegeben, wir träumen, die Illusion sei Realität. Das war ihr Satz, den sie mir vor vielen Jahren mal gegeben hat. Wir träumen, die Illusion sei Realität. Und ja, Selbstwert. Ganz wichtiges Thema, was du hier noch angesprochen hast. Selbstliebe und dann die Liebe zu den anderen. Gut. Ich würde sagen, von meiner Seite ist alles gesagt. Gibt es etwas, was du noch gerne sagen möchtest zu dem Thema? Nee, also wie gesagt, es ist wichtig, dass wir das, was wir haben um uns herum, ob der Partner ist, ob es die Kinder sind, der Hund, die Katze, die Maus, keine Ahnung, wer da auch immer dann im Haushalt lebt, das wertschätzen, dankbar sind, dass wir es haben, dankbar sein uns selber gegenüber, dass wir es selber erschaffen haben, weil wir sind die Schöpfer dessen. Auch die Möbel, das Mobiliar, das Auto, was auch immer, was da alles da ist. Und dadurch einen Reichtum in uns erschaffen. Es geht hier nicht um den materiellen Reichtum, sondern es geht um den göttlichen Reichtum. Und dadurch helfe ich auch wieder mir selber, mich in meiner Frequenz zu erhöhen, mein Bewusstsein zu erweitern, aufzusteigen im Bewusstsein. Und dadurch eben jetzt das, was auf uns zukommt, immer besser abfedern kann. Also einfach, weil mein Widerstand oder meine Frequenz viel höher ist als vorher. Ja, das Ich ist habe eigentlich. übrigens vor ein paar Wochen eine Gratis-Dankbarkeitsmeditation erstellt. Ich werde es einfach hier unten im Video verlinken. Ich gebe dir dann auch den Link, dass du es, wenn du es hochlädst, unten verlinken kannst. Da können sich alle gratis eine Anleitung zu einer Dankbarkeitsmeditation mal herunterladen, die das gerne tun wollen. Super. Prima. Okay, Dirk, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Herzlichen Dank auch für die spannenden Infos, die du uns da jetzt gegeben hast. Gerne, sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit, die ich hier nutzen durfte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ihr Lieben. Tschüss. Gut, tschüss.